in der Klinik am Südring. Schwester Birgit und ihre Kollegin erkennen auf den ersten Blick, wie dringend die gerade eintreffende dreiköpfige Familie ihre Hilfe braucht. Sofort bringen sie die Eltern und den 13-jährigen Emil zu Arzt Bernd Marnau in den Schockraum der Notaufnahme. Guten Tag, mein Name ist Marnau von der Aufnahme. Grüße Sie. Schönen Tag, guten Tag. Wer ist der Patient? Sie haben da auch was? Ja, aber es geht jetzt erstmal um unseren Sohn. Es geht um den Jungen, ja. Okay, erzählen Sie. Er hat seit gut einer Woche Fieber. Ja, wie hoch hatten Sie mal gemessen? Es ging immer so um die 39. Also mal 39,1 hatte man, 39,2. Also es stieg jetzt so langsam an. Ich habe alles versucht mit Wadenwickel. Ja. Hast Fieber nicht runterbekommen. Und nicht funktioniert. Halsschmerzen dabei? Ja, starke Halsschmerzen. Ja. Klagt er halt. Ja. Und kannst du mir deinen Namen sagen? Du bist der Emil Schindler. Ja, okay. Der Sohn, der Emil, stand ganz im Vordergrund, quasi aus dem Augenwinkel, habe ich gesehen. Der Vater hatte sich am Unterarm wohl auch verbrannt in der Hektik, wo er den Sohn hergebracht hatte. Das haben wir so nebenher versorgt. Aber der Junge war der, um den es wirklich ernsthaft ging. Sonst irgendwas? Geschwisterkinder oder so? Ja, noch die Tochter. Ja? Wie immer, die haben jetzt zur Oma gebracht. Kleiner? Die ist drei. Ja? Die haben jetzt zur Oma 39,9. Holla, 39,9. Also da. Und er gefällt mir auch gar nicht. Ich kenne ihn so nicht. Mit so hohem Fieber. Ja. Das schalt mal einmal aus. Da müssen wir jetzt gucken, was da los ist. Einmal hinsetzen. Die Brille mal Mama kurz annehmen. Fest. Dann machen wir und einmal das Sie mit Ihrer Brandblase, was ist da los? Ja, in der Hektik habe ich mir kochendes Wasser aus Versehen über den Arm gekippt. Ja, das versorgen wir gleich auch mal. Wichtige Frage, sind Sie geimpft, Tetanus und so weiter? Ja, selbstverständlich. Okay. Mhm. Du hast aber richtig hohes Fieber, ne? Kannst du mich hören? Ja. Noch kein Medikament bekommen, Fiebersenker oder sowas? Nee, wir haben nur mit ja? Und ja, da hätte ich ihm schon, hätte ihm schon was geben sollen. Er kriegt gleich mal 1000 Paracetamol, ja? So viel? Ja, das Fieber ist schon richtig gefährlich, ja? Und ich hätte auch 120er Frequenz. 120 Puls. Ich hätte auch gerne einen Monitor dann, ja? Also, da muss man jetzt mal richtig gucken. Er ist auf jeden Fall hier verhaftet, ja? Das so, riecht, so schlimm? Ja, das riecht nach einer schweren Infektion. Müssen gucken, was das ist. Und dafür, lieber Emil, würde ich dir jetzt mal in den Hals gucken. Meinst du, das kriegen wir zusammen hin? Als ich den Emil untersuchte, fiel auf, er konnte den Mund gar nicht richtig öffnen, so weh tat ihm das. Trotzdem habe ich hinten drin einen sehr dramatischen und auch sehr wegweisenden und ernsten Befund festgestellt. Das sieht aber richtig fies entzündet. Riechst du das auch, dieses Süßliche? Ja, okay. Also, so, pass auf, schwere Halsentzündung, Frau Schindler. Ja, und ich vermute ganz stark, dass Ihr Sohn, der Emil, eine Diphtherie hat. Ja? Diphtherie, ja. Diese Krankheit, Diphtherie gibt es schon lange nicht mehr, doch hier in Deutschland, Diphtherie oder? Diphtherie ist super selten in Deutschland, aber es gibt sie, ja. Und ich denke, Ihr Sohn hat eine, ja. Wie? Das haben Sie doch gar nicht viel Untersuchungen gemacht. Kann man das so sagen? Ja, das kann ich sagen und ich sage Ihnen auch. So Angina oder so, eitrige, die riecht ja auch so. Das sieht anders aus. Das sind die grauen Beläge da hinten drin. Die fiesen grauen Beläge und dieser Geruch, das ist typisch. Ich muss es natürlich mit dem Abstrich untermauern, aber an der Diagnose ist eigentlich kein Zweifel, ja. Die Diphtherie ist eine seltene Erkrankung, aber wenn sie auftritt, ist sie für den einzelnen Patienten sehr bedrohlich, lebensgefährlich. Es ist nicht nur eine bakterielle Infektion, das ist sie auch, sondern die Bakterien schütten ein Toxin, ein Gift aus. Und das kann an die inneren Organe gehen, zum Beispiel an den Herzmuskel. Und da können lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen entstehen. Auch das hohe Fieber ist für den kleinen Kreislauf auf die Dauer gefährlich. Da muss gehandelt werden. Und dann kommt natürlich die ganz wichtige Frage, Impfen, ist er geimpft? Ist Ihr Sohn geimpft? Selbstverständlich, also wir ist impfen. Geimpft? Ja? Also meine Frau kümmert sich natürlich um alles, okay. Ich bin viel arbeiten, ja. Aber mhm. Das ist so, oder? Ja. Das kommt so ein bisschen zögerlich, Frau Schindler. Was steht drin in dem Impfpass? Ist Ihr Sohn gegen Tetanus und Diphtherie geimpft? Ja, nein, vielleicht. Die Frau Schindler war besorgt, wie eine Mutter so ist, aber dann kam eine weitere Komponente hinzu, als ich mich nach den Impfungen bei dem Jungen erkundigte. Da mauerte sie so ein bisschen und wurde sehr verhalten und wollte nicht so richtig raus mit der Sprache. Das schien mir doch verdächtig zu sein. Kann ich mit meinem Mann reden? Ja, also Sie wissen es nicht. Okay,
Dann, Entschuldigung, besteht der Verdacht, und allein der Verdacht ist so gefährlich, dass ich jetzt ein Gegengift bestellen werde, das Antitoxin. Ja? Wir müssen dich behandeln. Du musst hier bleiben, Emil, ja? Weil das ist schon nicht ganz harmlos, was du da hast. Das Antitoxin bestellen, das Problem ist, das ist in Deutschland nicht so einfach vorrätig. Unser Apotheker wird das über eine ausländische Apotheke importieren müssen. Und ich hoffe sehr, dass es zügig kommt. Ja, aber kann man sich jetzt da so sicher sein, dass das wirklich es nichts ist anderes ist? Klinisch eindeutig. Wenn ich Studenten hier hätte, ich würde es für den Unterricht brauchen. Ja? Und wenn Sie sagen, Sie wissen mit der Impfung nicht, das klären Sie bitte. Ja? Und das wird jetzt behandelt, als ob. Weil das, die Gefahr ist, dass das Gift nach innen schlägt, auf die inneren Organe. Bernd Manau macht den Eltern unmissverständlich klar, wie ernst es um ihren Sohn steht. Mutter Yvonne erkennt, dass sie dringend mit ihrem Ehemann sprechen muss. Die Hausfrau hat nämlich eigenmächtig und heimlich eine Entscheidung gefällt, die sie nun bitter bereut. Du hast dich doch um alles gekümmert. Ja. Aber ich habe so viel gelesen. Hast du nicht die ganzen Berichte mitbekommen? Mit der ganzen Impferei und die Erstimpfung, ja. Aber dann, ich habe das mit dem Autismus und das mit den ganzen Nebenwirkungen und was da alles schief gehen kann. Ja, das ist doch so normal. Ich habe es da nicht geimpft. Ganz normal. Also die erste Impfung hatte, aber jetzt seit die Nachimpfung haben wir jetzt nicht mehr gemacht, weil ich echt so viel gelesen habe und so viel. Nee, mir ist das mit dem Impfen und auch mit dem schnellen Antibiotika, das ist mir alles zu viel, ehrlich. Wenn eine Mutter ein Kind leiden sieht und sie davon ausgehen muss, dass sie eventuell schuld ist an diesem Leidensweg ihres Kindes, glaube ich schon, dass man da wachgerüttelt wird und einfach nochmal drüber nachdenkt, habe ich das richtig gemacht oder habe ich es falsch gemacht? Jetzt warten wir erstmal ab. Also, sie haben ich glaube auch jetzt nicht wirklich mit dem Diphtherie. Wenn es was anderes ist, wo soll er die Diphtherie denn herhaben? Ja, wenn der Arzt das sagt, da wird doch was dran sein. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Jetzt ja, ich bin da geht's ihm gerade nicht so gut. Was ist denn da los Emil, jetzt? Passen Sie auf, Sie bleiben mal gerade hier draußen. Ich komme gleich mal wieder. Emil! Oh nein! Den besorgten Eltern bleibt nichts anderes übrig, als tatenlos zuzusehen, wie sich das Klinikpersonal um ihren Sohn bemüht. Emils Zustand hat sich in den letzten Minuten noch einmal rapide verschlechtert und die Schockdiagnose des Arztes scheint sich zu bestätigen. Ja, es ist schon ernst, da will ich Ihnen gar nichts vormachen. Er hat gerade einen kleinen Krampf gehabt, Krampfanfall, wahrscheinlich ein Fieberkrampf durch die wirklich bedrohlich gefährliche hohe Temperatur, hat was zum Fiebersenken gekriegt, hat ein krampflösendes Mittel bekommen. Er bleibt hier. Der Verdacht auf die Diphtherie steht im Raum. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja. Ist der Emil denn nun geimpft? Nein. Nein. Okay. Was ist mit Ihrer kleinen Tochter? Sie sprach von der kleinen Tochter. Die ist gar nicht geimpft. Wo ist die? Die ist bei der Oma. Dann rufen Sie die Oma an. Die Oma soll mit der Kleinen sofort zum Kinderarzt gehen, erzählen, was hier war. Sven, und dann soll der Kinderarzt gucken. Ja? Guten Tag, die Herrschaften. Machen auch mein Name. Guten Tag. Und so Emil geht's gar nicht gut. Ja. Was ist passiert? Ja, Verdacht auf Diphtherie. Diphtherie, wie geht das denn? Der ist doch geimpft, ja, oder? Genau. Wie geht's denn der Kleinen? Sie hat Halsschmerzen, ja. Sie ist Fieber, es geht's hat gar nicht Emil gut. Auch. Ja, da hoffe ich dann, immer, ist, nein, dass die Impfung nein, das und das kann alles aber nicht, weil Leonie ist ja geimpft. Die 13-jährige Leonie leidet trotz Impfschutz unter denselben Symptomen wie ihr Mitschüler Emil. Als Bernd Manau mit der Mutter über den Zustand des Mädchens spricht, wird der Arzt natürlich sofort hellhörig, als er von der Verbindung der beiden Teenager erfährt. Mhm. Ja, unsere Leonie hat seit einer Woche starke Beschwerden. Sie hat ja Halsschmerzen, ja, Fieber, Schüttelfrost. Wir waren beim Kinderarzt ja gewesen. Ja. Und heute Morgen ist das Fieber so angestiegen, dass ich dachte, ich muss in die Klinik. Jetzt habe ich aber eine Frage. Sie schienen ja die anderen Herrschaften, die Schindlers, schienen Sie zu kennen. Gibt es da eine die Verbindung? Die gehen zusammen in eine Klasse. Die gehen zusammen in eine Klasse. Dann ist natürlich bitte sofort die Frage, wie sieht es denn bei dir mit dem Impfpass aus? Ich habe den auch bei. Also, ja, ist okay. Hast du mal Temperatur? Ja. Nein. Okay. Selbstverständlich. Du bist wie alt? 13. Okay. Und ich habe vor 7 Jahren noch die Auffrischung geimpft bekommen. Super geimpft. Mensch, Tetanusimpfung gehabt. Alles, ne? Kinderlähmung, wunderbar. Hepatitis, alles super. Und das ist gut. Dann kann ich schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass das nicht dasselbe ist wie beim Emil. Glauben Sie, impft ja nicht mehr. Ja, das klären wir jetzt hier nicht, sondern jetzt gucken wir erstmal, wie es ihr geht, und dafür möchte ich dir in den Hals schauen.
die Leonie habe ich dann untersucht und sie hatte eine ganz normale, blöde, eitrige Mandelentzündung, so wie das Kinder in dem Alter schon mal haben. Da konnte ich die Mutter dann auch etwas beruhigen. Diese Mandelentzündungen lassen sich mit Antibiotikum, mit Penicillin sehr gut behandeln. Das habe ich dann rezeptiert, sie nach Hause geschickt und ihr aufgetragen, sich körperlich zu schonen und 7 Tage Antibiotikatherapie zu machen. Bei Leonies Klassenkamerad Emil bleibt die Lage hingegen weiterhin dramatisch. Der Junge ist dringend auf das Gegengift, das Antitoxin, angewiesen. Ohne das Medikament aus dem Ausland ist davon auszugehen, dass sich der Zustand des Gymnasiasten weiter verschlechtern wird. Wir legen dich auf die Überwachungsstation, weil wir wirklich sicher sein wollen. Da war eben schon der Fieberkrampf, dass nichts mehr noch passiert. Wir lassen es EKG laufen. Das Diphtheriekrankheit kann auch mal auf den Herzmuskel durchschlagen. Es ist schon alles sehr, sehr ernst. Und er kommt auch in Quarantäne. Das heißt also Isolierzimmer auf der Intensivstation. Mit einer Impfung wäre Emil an diesem Punkt viel Leid erspart geblieben. 2 Tage zwischen Hoffen und Bangen später darf der Schüler von der Intensiv- auf die Kinderstation wechseln. Dort soll dann auch endlich ans Licht kommen, warum Mutter Yvonne ihren Kindern bisher den Impfschutz verwehrt hat. Das Schlimmste ist überstanden, aber es war schon nicht ohne. Ja. Auf der Überwachungsstation am ersten Abend waren dann noch mal Herzrhythmusstörungen da, das also nicht ungefährlich ist. Das ist alles weg, wir konnten ihn verlegen. Du bist auch nicht mehr ansteckend jetzt. Ja. Und Gott sei Dank ist das Antitoxin dann auch nach 12 Stunden gekommen. Unser Apotheker hat sich da sehr ins Zeug gelegt. Das heißt, du bist jetzt über den Berg, wie man sagt. Ja. So. Wie soll es denn nun weitergehen mit dem Impfen? Ja, also die Situation hat mich schon gelehrt, ne? Ein bisschen. Ne? Ja, ich muss ja sagen, in mir schlummert halt diese Angst halt vor dem Impfen, da ich, ja, meine Schulfreundin habe ich dadurch verloren. Wie war das? Erzählen Sie mal. Ja, wir waren zusammen in der Schule und damals war das Impfen Thema gewesen und die hat sich impfen lassen. Es war damals gegen Masern und wie soll ich sagen, dann hat sie ein allergisches Asthma darauf bekommen und ist tatsächlich an so einem Asthma-Anfall erstickt und dran gestorben. Und das war für mich so ein Auslöser, wo ich da, boah, und dann die ganzen Medien, die ganzen Konzerne, die wollen nur Geld machen. Für mich war es so ein Thema, wo mich viel beschäftigt hat. Und Internet, und man liest. Und immer mir kam die Angst. Und ich dachte, meine Kinder will ich schützen vor dem Autismus. Und manchmal liest man auch das Falsche. Ja, also sortieren wir mal ein bisschen. Sie haben gesagt, und dann hat die Schulfreundin davon ein allergisches Asthma gekriegt. Das kann ich jetzt, ohne den Fall zu kennen, Ihnen die Angst nehmen. Das war nicht von der Impfung. Ja? Mhm. Masernimpfung ist auch noch mal was anderes als eine Diphtherieimpfung. Masern ist eine Lebendimpfung, die ist nebenwirkungsreicher. Aber Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten sind alles Totimpfstoffe. Ja, ich mag auch nicht mehr, dass mein Kind nix. Mit meiner Emma jetzt das auch wieder fährt. Also die Kleine bin ich jetzt war schon beim Kinderarzt bisschen, schon gewesen? Mit der Kleinen, ja, die war beim Kinderarzt gewesen. Okay. Alles gut, die hat ihre erste Impfung. Und hat auch gut vertragen. Meine Einstellung jetzt ist schon anders. Ne? Also ich mag nicht wieder ein Kind zu leiden sehen. Ne? Also nach der tragischen Geschichte der Frau Schindler, wo sie ihre Freundin verloren hatte, angeblich durch eine Impfung, was nicht der Fall war, ist sie zur Impfgegnerin geworden, hat sich dann auch diese Überzeugung verfestigt. Und jetzt kam es dann durch die schwere Erkrankung ihres Sohnes, Gott sei Dank, zu einem Sinneswandel in die richtige Richtung. Emil ist inzwischen wieder ganz gesund. Mutter Yvonne wird in Zukunft darauf achten, dass die Schutzimpfungen bei ihren beiden Kindern regelmäßig aufgefrischt werden. Außerdem konnte die 34-jährige Freunde, die ebenfalls Impfgegner waren, mit ihrer persönlichen Erfahrung zum Umdenken bewegen.